Es ist eine gute Tradition geworden. Auch 2019 fand das Downsportfest in Magdeburg statt. Schon zum 15. Mal sorgten zahlreiche Helfer im Rahmen der Vorbereitungen dafür, dass dieser Tag für alle Teilnehmer wieder unvergesslich wird. Auch für alle Geschwister, Eltern oder Freunde gab es ein breites Angebot, sich neben dem Sport zu betätigen. Dafür wurde der Platz vor der Hermann-Giesler-Halle genutzt, um unter anderem eine Hüpfburg zu errichten und um mit den Männern der Feuerwehr Magdeburg ein wenig warm zu werden. Doch der wahre Spaß findet natürlich innerhalb der Halle statt. Traditionell begann die Veranstaltung mit dem Einlauf der Sportlerinnen und Sportler zusammen mit den Cheerleadern der Guardian Angels. Der musikalischen Einstimmung mit der Schalmeinkapelle Sülldorf 1964 präsentierte der Ex-Audi-Chor Magdeburg die Nationalhymne. Anschließend wurde durch die Landtagspräsidentin Gabriele Bracke-Busch zusammen mit der Schirmherrin Maren Sieb von Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt, dem Präsidenten des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Sachsen-Anhalts Dr. Volkmar Stein, Kathi Sommermeier vom Förderverein und dem Präsidenten des Stadtsportbundes Magdeburg, Rainer Vogt, das Eröffnungsband symbolisch zerschnitten. Dabei lobte die Landtagspräsidentin die Veranstalter für ihr wichtiges, gemeinnütziges und soziales Engagement. Der Sportverein Magdeburg macht das ja wirklich auch mit Herzblut. Aber der Kneippverein ist natürlich auch eine große Stütze dabei. Und ich habe gesagt, das ist einfach großartig. Denn wir können immer froh und dankbar sein, wenn jeder gesund ist. Und wenn man sich hier bei diesem Sportfest engagiert, denn wir wissen nicht, was unsere Kinder oder Kindeskinder noch auch erleben müssen. Und da sage ich immer, da muss man einfach ein offenes Herz haben und immer dabei sein. Und gerade weil das Projekt Downsport in Magdeburg ein so großes Herz hat, wurde dem Kneippverein Magdeburg der große Stern des Sports in Bronze verliehen. Danach drehten die Guardian Angels noch einmal richtig auf und stellten ihr Können unter Beweis. Doch dann durften endlich auch die Sportler loslegen. Aber auch hier wurde mit den Traditionen nicht gebrochen. Deshalb also zuerst die Erwärmung, wie immer mit Clown Tortellini. Er begleitet das Downsportfest seit vielen Jahren in der Moderation und motiviert die Sportler immer wieder zu Bestleistungen. Seit 14 Jahren bin ich wirklich begeisterter Teilnehmer auch, nicht nur Moderator. Es ist wirklich die schönste Veranstaltung des Jahres für einen Clown. Was macht es aus deiner Sicht so besonders? Die Herzlichkeit der Teilnehmer, also der Sportler, und auch natürlich die Herzlichkeit der vielen, vielen Helfer. Untereinander entwickeln sich hier schon Freundschaften, ganz wunderbare Beziehungen. Es ist wirklich ein ganz vertrautes Gefühl hier mit den Teilnehmern, mit den Helfern, mit den Eltern gemeinsam hier für unsere Downies etwas auf die Beine zu stellen. Aber nun Bühne frei für die Teilnehmer, die nun in den verschiedensten Wettkämpfen ihr Können beweisen dürfen. Den Anfang macht der Rundenlauf. Hier geht es nicht immer nur um Schnelligkeit, sondern oft auch nur um den Spaß. Ein Teil der Teilnehmer nimmt sogar weite Wege auf sich, nur um diesen Tag miterleben zu dürfen. Das ist mein Sohnemann, der Janne. Janne, wie alt bist du? Kannst du das zeigen? Genau, 7 Jahre. Sieben Jahre ist er, Janne. Und Janne ist zum ersten Mal hier? Zum ersten Mal. Und was ist euer Eindruck von der Veranstaltung hier? Wir sind tief beeindruckt. Also die vielen, vielen Kinder, Augen, die so schön lächeln. Und dazu die Eltern, ist einfach nur fantastisch. Und wir sind froh, dass es Vereine gibt, die eben halt sowas eben ins Leben rufen. Und dass man eben halt zeigt, dass es Kinder gibt mit Down-Syndrom und die auch glücklich sind und die ebenfalls die Chance verdient haben zu leben. Währenddessen laufen in den Nebenhallen verschiedene sportliche, aber auch kreative Workshops. Gerade laufen die Vorbereitungen für den Drums Alive Workshop. Hier kommt gleich alles zusammen: Bewegung, Musik und eine kreative Darbietung ihres einstudierten Stückes. Kurz vor der Siegerehrung werden alle Workshops in der Sporthalle vorgeführt.
Neben den Trommlern durften sich die Zuschauer auch auf eine Tanzgruppe und eine Modenschau freuen. Im Nebenzimmer kontrollierten unterdessen Ärzte der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt im Rahmen der Special Olympics die Zahngesundheit der Teilnehmer. Hier wurden die Sportler und ihre Begleiter gleichzeitig über gesunde Lebensmittel sowie das richtige Zähneputzen aufgeklärt. Warum die Zahnärztinnen ausgerechnet hier mal einen genaueren Blick auf die Zähne der Sportler nehmen wollten, hatte gleich mehrere Gründe. Ja, Special Olympics hat ein Gesundheitsprogramm und da sind wir mit Special Smiles vertreten als Zahnärzte und wir möchten natürlich Aufklärung schaffen, den Eltern helfen und wir möchten auch vor allen Dingen die Angst nehmen den Kindern, weil diese Sportveranstaltung, die bereitet ihnen Freude und die assoziieren damit schöne Erinnerungen, einen schönen Tag und dadurch ist diese Untersuchung bei uns auch selbstverständlich, die ist mit Freude verbunden. Es gibt immer was Schönes hinterher, eine Kleinigkeit, die man mitnehmen kann und es erleichtert den Kindern später ganz häufig auch den Zahnarztbesuch, weil die diesen schönen Tag mit dieser kleinen zahnärztlichen Untersuchung assoziieren und denen fällt es dann ganz häufig auch auf dem normalen Zahnarztstuhl viel leichter, sich untersuchen zu lassen. Vor der Hermann-Giesler-Halle gab es ausreichend Stärkung, die von den Teilnehmern und Zuschauern bei Live-Musik genossen wurde. Auch luden zahlreiche Stände zum Mitmachen, Gewinnen und Entdecken ein. Ebenfalls dabei war Frodanza Alpaka. Die kuscheligen Andentiere ließen sich ganz ruhig streicheln, denn sie sind Stress und Trubel zu einem gewissen Maße gewohnt. Das ist auch wichtig, da sie einen ganz besonderen Hintergrund haben. Also der Hintergrund ist, dass es Therapietiere sind. Wir gehen auch in Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Kinderhospize. Und wir sind hier, um den Kindern einfach noch ein bisschen Freude zu geben. Ich meine, sie haben ja sowieso Freude heute hier. Und warum sollen nicht auch Tiere da sein zum Freude bringen? Wie funktioniert das zwischen den Tieren und den Kindern? Das ist über die Empathie. Das läuft, das können wir als gesunde Menschen gar nicht verstehen, aber es ist so. Die unterhalten sich auf einer anderen Ebene. Währenddessen liefen in der Halle verschiedenste sportliche Wettkämpfe, in denen sich die Teilnehmer versuchen konnten. Neben klassischem Weitsprung und Medizinballwerfen wird hier auch die Möglichkeit geboten, im Minigolf Geschicklichkeit und im Judo Körperkontrolle zu testen. Aber auch wenn es gerade nicht um den Sport geht, haben die Sportlerinnen und Sportler ihre Gründe, hier teilzunehmen. Leon Möbius, erstmal hallo, guten Tag. Hallo. Wie gefällt dir denn das hier mit dem Sportfest? Mir gefällt es ganz gut, weil da sehe ich immer mein Freund und mein Blutbruder, der ist Leonard Luding. Und wir kennen uns seit Babys, als wir es im Krankenhaus auf der Welt haben, war ich 2 Jahre auf der Welt. Und ihr trefft euch jedes Jahr hier beim Sportfest? Wir treffen uns jedes Jahr hier oder wenn mal mit der Mutter verabreden oder mit dem Vater verabreden. Aber das ist mein Schlüssel für die Welt hier. Also wie das Schild da hinten heißt, das Leben ist das Leben, das sind wir beide. Also wir sind wie Pest und Schwefel und wollen uns nicht trennen. Das ist schön. Ja, Leonard. Wenn du so ein guter Kumpel bist, was gefällt dir denn hier am besten? Ich finde hier am besten dieser Sportgymnastik hier und hier meine Ehre mit meinem Bruder und mit meinen Freunden zu teilen. Treibt ihr sonst noch Sport? Ja, wir haben früher Parkour gemacht, aber das darf ich nicht mehr. Aber er macht es doch ein bisschen. Genau, ich mache eine Menge Sport. Ich mache auch Kraftsport für den gedauerten Sportfest und für alle Sportarten. Und mein Freund kann die Parkourbrille zeigen. Lena und mein jüngster Sohn, wir haben ein Jahr lang zusammen Biologie unterrichtet. Genauso sportlich geht es gleich weiter, und zwar mit dem letzten Sportprogramm, dem Hindernislauf.
Damit war der sportliche Teil beendet und es begann das Rahmenprogramm und gleichzeitig der Höhepunkt der Veranstaltung. Zuerst gab es eine Modenschau, in der die Teilnehmer des gleichnamigen Workshops ihre aktuelle Herbstkollektion präsentieren durften. Danach hatten die Tänzer aus dem Workshop von Lena Winkel-Wenke ihren großen Auftritt. Sie präsentierten ihre vorher einstudierte Choreografie. Dabei fuhren sie ein wenig Karussell und pflückten auf dem Weg ein paar Früchte von den Bäumen. Im Anschluss folgte der Drums Alive Workshop, welcher mit seinen Trommeleinlagen die Zuschauer zu begeistern wusste. So gelungener Auftritt, dass das Publikum sogar eine Zugabe verlangte. Und dann war es endlich soweit. Der Moment, auf den alle gewartet haben, die Siegerehrung. Nicht nur die Teilnehmer sind hochbegeistert, auch Rainer Vogt zeigt sich zufrieden. Also ich bin überrascht. Das wird jedes Jahr schöner, das wird jedes Jahr besser und die Leute werden immer lieber zu uns auch und miteinander. Das ist etwas, was uns alle, die wir hier teilnehmen, hoch erfreut. Die Siegerehrung ist nicht nur das Finale für alle 180 Teilnehmer, sondern auch ein herzlicher Abschluss für über 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, ohne die das Downsportfest nicht möglich wäre. Die Organisatoren beginnen jedoch schon bald erneut mit den Vorbereitungen. Ja, wir sind ein ganz kleiner Kreis und wir fangen in der nächsten Woche an. Nach dem Sportfest ist vor dem Sportfest oder umgekehrt. Wir sind eine kleine Gruppe, wir sind aber sehr effektiv und dadurch, dass wir so viele Helfer ringsherum haben, können wir das auch leicht schaffen. Ein sportlicher Tag mit viel Spaß und Spiel geht zu Ende. Doch umso mehr freuen sich alle Beteiligten aufs nächste Jahr, wenn es im September 2020 wieder heißt, sportfrei.